Wie hieß es doch mal so schön, es sinkt für sie das Niveau. Wir müssen reden über Ecke Hüftgold. Die meisten von euch kennen den als Mallorca-Malle-Star. Und jetzt könnte es sein, dass uns Ecke Hüftgold als Deutschland beim Eurovision Song Contest vertritt. Denn der hat sich bei einem TikTok-Voting durchgesetzt. Eigentlich sollte der Eurovision Song Contest, ja, weil die Ukraine gewonnen hat, in der Ukraine stattfinden. Aus bekannten Gründen findet das Ganze aber in England statt. Und wenn wir plötzlich die Möglichkeit haben, mit einem Malle-Star dort vertreten zu sein, dann fallen uns ja noch ganz andere Dinge ein in Sachen Eurovision Song Contest und Mallorca. Eurovision ist nur einmal im Jahr. Punkt holen. Wir sind schon wieder Letzter. Schenk mir 12 Punkte. Schenk mir 12 Punkte von dir.